Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Ja, nach langer Zeit, nachdem ich angekündigt habe, dass es bald weitergehen würde, ging es dann doch endlich nach irgendwie gefühlt einem Monat oder so weiter. Schön, Mario. Ja, im letzten Part, der schon eine Ewigkeit her ist, haben wir einen Kuchen besiegt, beziehungsweise wir haben die Vorarbeit geleistet, aber dann wurde er gegessen. Einfach so. Herrlich. Dieser eklige Kerl ging gerade. Kann ich nun endlich Rainy heiraten? Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich bin so glücklich. Heiraten wir endlich. Dann können wir in der Suite bleiben und Flitterwochen verbringen. Also gut. Alles klar. Entschuldige uns. Jaja, ich kann das verzeihen. Hört alle her. Fangen wir nochmal von vorn an. Bitte wieder reingehen. Jaja, geht alle rein. Verzieht euch, ich kann euch nicht mehr ertragen. Besonders du. Ich behalte dich im Auge. Du bist mir sehr verdächtig. Na gut, schauen wir nochmal rein, was da so passiert. Sicherlich lustig. Oder? Ist das lustig? Ich weiß nicht. Und ist es lustig? Dieser Race, was auch immer. Er ist jetzt ein klasse Kerl. Wow, jetzt erst. Was ist mit dir? Ich halte nicht mehr aus. Okay, auf Wiedersehen. So, sie ist so prächtig. Ja, das ist wohl wahr. Rainy ist so schön, oh ja, wie ein waschechter Pilz. Oder so. Ein Pilz im Wald. Ja. Ja. Wo ist eigentlich dieser Typ, der denn... Oh, okay, ja, einfach. Oh, heilig, ihr seid jetzt gepriesen von irgendwas. Ja, ihr seid doch jetzt hier, ich erkläre euch zu Mann und Frau oder sowas ähnliches. Egal, hallo. Natürlich, ja. Ja. Das ist meine Melodie, meine Wiese. Ja, Wiese, meine Wiese. Ja. Kombiniert von dem einen und einzigen Toad of Sky. Dem ich immer die ganzen Stücke beibringen muss. Hey, was machst du da? Oh, okay, das tut mir leid, kann ich das nochmal machen? Ja, was machst du? Na gut, ich glaube, hier reicht man nicht mehr viel. Dann gehen wir doch einfach mal raus und verdammt, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Wenn es eins gibt, was ich nie lernen werde, ist, auf die Zeit zu achten. Wir sind die Nächsten. Ich wünschte, die würden sich beeilen. Wir haben nun schon 30 Minuten gewartet. Tja, da könnt ihr mal sehen, wie schnell ich bin. Okay, da geht's wieder raus. Gibt's eigentlich irgendwie... hier noch was? Wovon wir... Ach, jetzt backen die den neuen Kuchen oder was? Der Kuchen ist nicht lebendig. Sicher? Keine Sorge, Chef Torte. Sie werden das lieben. Kann ich nochmal auf den Kuchen rauf? Ja, dann sagen die schon wieder... Was? Okay. Keine Sorge, ich gehe ja schon. Ja, ist ja... Wenn ihr aufhört, weiterhin so rumzuzappeln, dann gehe ich ja schon. So, gehen wir durch den Hinterausgang. Wie Mario es doch liebt, durch den Hintereingang zu gehen. Ja. Wird sie hier abgehalten? Das wäre ja wunderbar. Ich möchte wissen, wo die Heirat stattfindet. Und dann haut er nicht ab. Ja, man könnte jetzt hier noch mit ein paar Leuten reden. Oh. Totsu, Mario. Der Kanzler wartet. Geben wir zu ihm zurück, okay? Noch nicht ganz. Mario. Der Kanzler ist krank vor Angst über uns. Du hast ihn ja gesehen. Komm, gehen wir. Nein. Mario. Was geht jetzt ab? Wenn wir die Prinzessin nicht zurückbringen, werden wir der Entführung beschuldigt. Nö. Niemand erfüllt die Prinzessin außer mir. Das wäre nicht einfach nicht richtig. Das wäre nicht einfach nicht richtig? What? Egal. Bringen wir sie nach Schwammerei zurück, wo sie hingehört. Vergiss es. So, jetzt kann mich aber keiner nerven. Es reicht schon. Ich will doch nur mit Leuten reden. Hallo. Ja, schon... Wäre doch schon Ski-Saison. Ski. Alles besteht aus Ski. Ja, beruhige dich. Nehmt endlich Mann und Frau. Ja, schön. Schatz, geh bitte nicht ganz so weit weg. Gut, oh Mann, ist es vorbei? Ich hasse fotografiert werden. Oh,
Hallo, ja, ich bin der neue Toad. Ich sehe ganz besonders schön aus. Okay, komm etwas näher. Ja, stopp. Bereit? Alles klar. Eins, zwei. Hey, du da. Warum schaust du so? Das ist hier kein Begräbnis. Okay. Wow, so sieht sein Hochzeitsblick aus. Ach, gruselig. Bei drei musst du A sagen. A. Cool, ich habe A gesagt. So, darf ich mir jetzt mein Foto abholen? Ich bin der beste Fotograf hier. Möchtest du ein Hochzeitsfoto? Ja, möchte ich. Hey, ich möchte ein Hochzeitsfoto. Ja, shit. Bloß, weil sie mir nichts abgeben wollen. Ich finde das so furchtbar. So, jetzt können wir aber gehen, damit ihr aufhört zu meckern. Hallo? Hey, ich will jetzt zurück. Ich darf anscheinend nicht. Ah, doch, jetzt wandern wir über die ganze Insel zurück nach Schwammerreich. Warum heißt das eigentlich so? Warum muss das so heißen? Ich weiß nicht. Ja, hallo, du stehst mir im Weg. Willkommen. Hier ist alles in Ordnung. Hast du einen Bazooka endlich gefunden? Mein Gott, ey. Die Leute und ihr Umgang mit einer Bazooka ist ja furchtbar. Ah, ja, du bist zurück. Und du bist auch noch ganz. Ja, aber warum sagt Tod das? Prinz. Ach so, ja. Prinz ist tot zu und tot, ja. Ich bin etwas durcheinander. Tut mir leid. Ich bin wieder daheim. Dank Mario und weiteren tollen neuen Freunden. Sie haben mich gerettet. Oh, Bowser, der neue tolle Freund. Ja, gehen wir zum Kanzler. Los. Ja, lass mich doch mal gehen. Komm, Mario, lassen wir den Kanzler nicht warten. Yeah. Ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Spiel werde ich noch durchspielen mit euch. Und ja, dann wird es keine weiteren Let's Plays geben. Das ist nun mal so. Muss man mit dem. Ich weiß, irgendwas war noch mit Kaminen. Mit einem Kamin. Aber irgendwie. Nein, egal. Ja, es wird einfach dann nichts mehr geben. Beziehungsweise ein paar Videos wird es sicherlich noch geben. Einfach mal so random, weil ich Langeweile habe. Aber ansonsten nichts mehr. Ja, damit müsst ihr leben. Ich auch. Also wirklich vermissen tue ich es eigentlich nicht. Oder habe ich es jetzt die Wochen gar nicht. Ich denke, es ist das Beste, einfach damit aufzuhören. Zumal die Let's Player-Szene nicht mehr wirklich das entspricht, was mir damals so gefallen hat. Aber na gut. Darüber beschweren sich ja schon genug andere Leute. Ich will nicht dazu gehören. Ich werde einfach nur mein Ding durchziehen und dann ist gut. Das klingt so falsch. Na gut, Kanzler. Die Prinzessin, sie ist zurück. Gott sei Dank. Das war ein echter Albtraum. Ich bin ein nervöses Wrack. Alle haben sich Sorgen gemacht. Yay, ich soll mich gleich wieder entführen lassen. Aber es geht mir gut. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Mit etwas Hilfe von Mario. Wenn du auf dich selber aufpasst, dann landest du nur bei Bowser. Ja, kommt, gehen wir doch besser mal vom Eingang weg. Wir bleiben jetzt ja hier, wir bilden eine Blockade, damit niemand das Schloss übernehmen kann. Hier, Bams. Mario, wir sind dir wirklich sehr dankbar. Aber erzähl mir etwas, warum traust du denn Bowser? Traust Bowser? Von was redest du denn da? Ach so, der Typ in meiner Tasche. Ja, ich hol ihn mal raus. Hier, hallo. Mario, was machst du nur mit Fliegender Tod? Fliegender Kanzler, besser gesagt. Was ist hier los? Hilfe! Ach, dafür sind die ganzen Nischen da. Für die Toads. Wow, cool. Kanzler, hört her. Entspannt euch. Mario hat alles im Griff. Ja, na gut. Bowser, vielleicht erzählst du deine Geschichte. Was genau meintest du, als du sagtest, du hättest größeren Fisch zu braten? Kann denn nicht die Wahrheit erzählen, dann bin ich erledigt. Ja, das sehe ich auch so. Entschuldigung, vielleicht kann ich es erzählen und die anderen geben ihre Kommentare dazu ab. Die Prinzessin Bowser und Mario flogen in verschiedene Richtungen nach einer schrecklichen Explosion. Etwas Riesiges flog durch die Starroad, ja,
hoch über Bowsers Zuhause und aß alles auf. Nein, und machte Kabumm. Mario, du machst wunderschöne Blicke. Ach Gott. Genau in Bowsers Burg. Es war ein Riesenschwert. Bowsers Burg wurde jetzt von Monstern übernommen, die einen Igel namens Smithy helfen. Ah, trockene Halt, furchtbar. Ach, die haben mich rausgeschmissen aus. Nein. Ich habe Urlaub genommen. Das können sie ja nicht machen. Ich arbeite an meinem Plan, um die Burg zurückzuerobern. Mario kam zu mir und bettelte, ich sollte ihnen die Koopa-Truppen aufnehmen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Das war mitleiderregend. Doch, doch, das war so. Ja, ja. Ja, Mario, wir wissen, dass Bowser die Wahrheit etwas dehnt. Und Mello, was ist mit dir? Warum reist du mit Mario? Weil Mario mir hilft, mein wirkliches Zuhause zu finden, meine Eltern. Darum bin ich mit ihnen zusammen. Ja. Was? Das ist ja furchtbar, schrecklich, grässlich. Hoffentlich findest du deine Eltern bald. Ja, ja, werde ich schon machen. Und Gino, richtig? Warum bist du mit Mario unterwegs? Die Star Road wurde zerstört. Ich sollte sie reparieren. Mario hilft mir, die Sternteile zu finden. Ich benötige sie zur Reparatur. Sternteile? Ja, ha. Die Star Road. Ich nenne sie jetzt mal Star Road. Erfüllt Wünsche. Solange wir nicht alle Sternteile finden und sie reparieren, kannst du deine Träume vergessen. Was? Das ist ja furchtbar. Schrecklich, grässlich. Oh, Déjà-vu, haha. Oder? Ja. Genau, zum Beispiel, Bowser hat dich entführt. Ohne der Hilfe der Star Road wirst du wahrscheinlich nie gerettet. Das hört sich jetzt aber sehr gut an. Vergessen wir einfach diese Stern-Dinger. Spitze, Bowser. Dann sag Tschüss zu deiner ehemaligen Burg. Was? Gut, wenn Mario die Sterne nicht findet, gehört Toad zu mir. Aber ich komme nicht in meine Burg ohne Mario und die Sterne. Will ich meine Burg zurück, brauchen wir diese Sterndings, aber... erklär das nochmal. Nein, ich möchte das nicht mal hören. Ah, ignoriert diesen Idioten. Okay, ich möchte nicht in einer Welt ohne Wünsche leben. Ich schon. Nicht. Wir müssen diese Sternteile jetzt finden. Prinzessin. Das kann nicht dein Ernst sein. Du schließt dich ihnen nicht wieder an. Das wäre Wahnsinn. Eine Prinzessin. Was würde das Volk sagen? Das Volk wäre stolz und so weiter und so fort. Egal, die Lage sieht jetzt so hoffnungslos aus. Ich bin müde. Ich ruhe mich eine Weile mein Zimmer aus. Das nennst du dich deinem Team anschließen? Wow. Mario, hallo, Gino und Bowser, du auch. Viel Glück. Ja. Mario hat Spaß, Bowser zu ärgern. Na dann. Hang Mario ist die Prinzessin zurück. Dieser Tag soll für immer bekannt sein als... Hey, warte mal. Du nimmst doch nicht an. War es vielleicht dieser Smithy, der uns angegriffen hat? Ich fürchte, das war nicht der letzte Angriff. Darum bitten wir dich um noch einen Gefallen. Im Namen von uns allen musst du Smithy besiegen. Das ist der einzige Weg, wieder Frieden in diese Welt zu bringen. Oh, die Ansprüche werden immer höher. Ja, ja, ist zu Hause, aber sie will im Königreich bleiben. Ich sag ja, das nennt sie sich dem Team anschließen und die Welt zu retten. Ja, ja, das ist die Wahrheit. Die einzig wahre Wahrheit. So, folgen wir sie mal in ihr Schlafgemach. Hallo. Die Prinzessin ist zurück. Vielen, vielen Dank. Viel Glück, Mario. Arsch. Todstus Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gib es zurück und hau ab. Was? Nein. Nein, sieht wohl so aus, als würdest du geschimpft worden. Was? Also, ich habe etwas gefunden, aber ich weiß nicht, was es ist. Oder habe ich das jetzt hier drin? Glaube ich aber nicht so ganz. Items, da ist nichts Neues. Da ist nichts Neues, okay. Ist irgendwas anderes? Ausrüstung? Irgendwas Neues? Nein. Crazy, crazy. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter raus.
Ich habe immer auch keine Ahnung, wie lange dieser Part hier gehen wird. Ich mache jetzt einfach so lange, wie ich Bock habe, diesen Part. Ja. Mario. Ernsthaft. Wo kommst du überhaupt? Ach, egal. Hallo. Nein, schmeiß den Schirm nicht weg, den kann man doch verkaufen. Bitte, Mario. Nimm mich mit, bitte. Keine Sorge. Oma hat mir geholfen, also wird niemand jemals merken, dass ich weg bin. Nun finden wir einen Stern. Aber wo könnte er denn sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht, Mario. In solchen Zeiten helfen Drogen nicht. Was machen wir nun? Wir sollten Opa fragen, er weiß das bestimmt. Na gut, gehen wir. Oh mein Gott, Backtracking am laufenden Band oder was? Wie ich dachte, Toadstool schließt sich wieder an. Ja, wer sagt das überhaupt? Ja, Magic. Okay. Gut, dann, vielleicht sollten wir sowas wie einen Speicherblock finden und speichern. So. Gut, damit hätten wir das auch. Dann gehen wir nochmal zu Frogfuzius. Froggerman. Okay, so, eigentlich sollte ich vollständig geheilt sein. Was war hier nochmal? Der Weg des Diebes, genau. Ich liebe es eigentlich total, wenn man, Froschteich? Ja, doch, das ist richtig. Ich liebe es eigentlich total, wenn man schon einen gewissen Fortschritt in meinem Spiel erlangt hat. Man dann wieder zu den alten Zeiten zurückgeht, quasi. Ja, und sich nochmal an alles erinnern kann. So, wir müssen hier hin. So, zielen wäre natürlich auch gekonnt. Ja, danke. Ja, gut. Dann hüpfen wir mal wieder über diese tolle Brücke und reden mit dir. Hallo. Wisst ihr schon das Neueste? Ein großer Stern soll am Sternberg aufgetaucht sein. Ernsthaft? Das ist alles? Okay. Na gut, dann wissen wir jetzt, dass wir zum Sternberg müssen. Toll. Das hat sich echt gelohnt, hier hinzugehen. Meine Güte, wenn man das Spiel schon kennt, hätte man sich das auch sparen können. Naja. Moment, was hat eigentlich dieser gut alte Kaulquappenmann zu sagen? Aha, nicht wegklicken. Ich kann es kaum erwarten, die Musikschule zu beenden und zu komponieren. Ja, das kann ich auch kaum erwarten. Whoopidoobidoo und unsichtbar sein. Nein, ich möchte das nicht. Ernsthaft, kann man das nicht beenden? So ein Scheiß. Ja, wir sind jetzt hier alle. Wir machen das jetzt so. Das worked. Oh yeah. Gut. Dann speichern wir jetzt nochmal und dann beende ich den Part. Aber wirklich. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch einigermaßen gefallen. Natürlich ist die Motivation jetzt nicht so gigantisch. Ich werde es eigentlich nur fertig haben. Ja, das klingt komisch, aber ich habe mir dieses Ziel gesetzt und deswegen muss ich das jetzt so tun. Also ja, bis zum nächsten Mal und ciao.